Es freut mich sehr, dass wir heute Gelegenheit haben, dass wir gemeinsam die Positionen der SPÖ erklären und auch heute ein bisschen zur Bilanz ziehen können, was ist eine Politik, wenn die Sozialdemokratie stark ist in Österreich und wie schaut die Politik aus, wenn andere regieren. Das ist der eine Grund, warum es mich freut, dass wir heute den Termin so haben. Und der zweite ist, und das ist, das hätte man gar nicht besser planen können, glaube ich. Ich komme jetzt direkt aus Wien und wir haben gestern meines Erachtens gerade im sozialen Bereich ganz, ganz wichtige und entscheidende Beschlüsse gefasst, auf die ich dann später aber noch genauer eingehen werde. Jetzt freut es mich, dass ich den Norbert das Wort geben kann und übergebe gleich an dich, dass du deine Bewegung, die sagst, was wir heute da machen. Ja, vielen Dank, geschätzte Damen, geschätzten Herren. Ich gebe es gleich zu, als noch ÖGB-Landesvorsitzender möchte ich ganz kurz, weil 24 Jahre, 25 Jahre sind doch recht lange Zeit, ich hoffe, dass es mir gelingt, mich entsprechend kurz zu halten, das gibt mir Ruhesignal, aber ich habe euch, das habe ich dann auch aus. Nur ein ganz kurzer Rückblick, damit man einen Vergleich hat, wie war es, was ist zwischenzeitlich passiert und was ist heute. Und noch einmal, eigentlich müsste ich sagen, für mich ist heute, das sage ich am Schluss, ein persönlicher Feiertag, den müsste ich eigentlich nie, oder in Anspruch nie, weil das, was ich gestern gemacht habe im Nationalrat, das ist ein Jahrzehnteprojekt. Ich muss nur sagen, das könnte mir egal sein, weil ich bin weit drüber, aber da muss ich sagen, Jahrgänge 58 bis 62 können dann halt bis zu 500 Euro brutto pro Monat profitieren, das sind 15 Landrunden, von der Dimension her. Ja, ganz kurzer Rückblick. Ich habe als junger Mensch 1970, war ich 18 Jahre, habe ich erlebt, Regierung Kreisky, Blecher, Andrasch und die Partie. Und ich war immer ein überzeugter Gegner von Waffen, das war für mich kein Thema und entsprechend begeistert war ich im Bundesheer. Also, ja, die 6 Monate habe ich immer als Kriegsdienst bezeichnet, aber ja, das habe ich mir so ausheben. Mein Motiv, der SPÖ beizutreten im Jahr 70, also fast 50 Jahre, war der Satz, den habe ich im Hinterkopf, 6 Monate sind genug. Damit hat die Regierung Kreisky viel Jugendliche gewonnen, war vielleicht sogar ausschlaggebend für diesen Wahlsieg. Eine irre Geschichte für mich und das war mein Motiv, zum 50 Jahre bei der SPÖ Mitglied zu sein und ich bin heute wieder ganz besonders stolz, hier den nach 83, nach der Kreisky Phasen kam, wo ich nicht sehr begeistert war. Ich habe mich, das habe ich auch öffentlich gesehen, den kann ich so heute sagen, ich habe mich mit dem Gusenbauer angelegt, ich war dummerweise der Erste, der gesagt hat, das soll zurücktreten und gleich mit dem Job. Das hat dann einen Klick geschlagen natürlich, auch medial. Da habe ich ORF und alle im Hals gehabt und Kurier und Krone. Da kriegst du nachher auch einiges ab. Ja, den habe ich mir angelegt, 2014, dahinter glaube ich war es, Vorstandssitzung mit dem Feimann und habe dort sehr kritisch anhand eines Landzettels erklärt, wie sich Hilfsarbeiterland 2000 brutto und habe den Herrn Feimann erklärt, was die kalte Progression bewirkt. Er ist nachher verzögert gewesen, er hat sich nie aufgeregt, ob ich immer so sehe. Wir haben da wie immer gesagt, ja, der Locker ist immer so. Der sieht, was er denkt und steht hinterher bei dem. Ja, also jetzt auf Phasen gehe, ab heute muss ich sagen, eigentlich seit Kern. Und jetzt ganz im Besonderen muss ich sagen, bin ich irrsinnig stolz, dass ich bei dieser SPÖ Mitglied sein darf. Ja, ganz kurz, 2, 3 Punkte zur Familienpolitik. Kreisky, Heiratsbild als junger Mensch. Bist irrsinnig glücklich, wenn du 1000 Schilling kriegst. Unterstützung bei Geburt eines Kindes, Schülerfreifahrten, Gratis-Schulbücher. Erstmals die Chance für alle Arbeiterkinder, dass sie Möglichkeit haben, studieren zu können. Und dann hat Bruno Kreisky den Satz geblendet, ihm sind, da war verstaatlichte Krise, viele tausend Arbeitsplätze gefährdet. Dann hat er gesehen, dass sie mehr Schulden lieber sind, als wir mehr Arbeitslose. Da gibt es einen berühmten Satz. Ja, das war es. Jahr 2000. Ja, dann muss ich sagen, dann sind wir 70 bis 83 als Gewerkschafter sehr verwöhnt worden. Da war immer klar, Außenminister, Finanzminister und nachher Ressort, Sozialminister, war eine Bank, das waren immer Sozialdemokraten.
das war eine Vorgabe. Und dadurch, dass wir immer natürlich Spitzengewerkschafter im Sozialministerium gehabt haben, waren wir natürlich auch verwöhnt. Also die Sozialpartnerschaft, da hat Kreisky Benja und der Rote Kardinal König irrsinnig zusammengespielt. Und da haben wir als Arbeitnehmer irrsinnig profitiert. Dann, Jahr 2000, dann haben wir dürfen lernen, Regierung Schüssel, Heider Grasser, weiß ich nicht genau. Jetzt möchte ich aber sagen, zuerst ein positiver Punkt. Es war der Wolfgang Schüssel, der den Lehrlingspapst Egon Blum ins Team geholt hat, mehrere Jahre als Regierungsbeauftragter. Und das hat allen sehr gut getan. Und Egon hat sehr früh aufgezeigt und sehr kritisch bemerkt, was passieren wird mit der Facharbeiter, wenn man weiterhin die Lehrlingszahlen so absenkt, Industrie und eigentlich Halle. Ja, das hat den damaligen Regierungsparteien und dem Leitl und dem Mitterlehner, dem Feimann und dem Bröll überhaupt nicht passt. Die haben da verschüsst. Toll. Kapital ist Eigentor. Ja, also das ist die positive Seite von Wolfgang Schüssel. Was extrem negativ war, und da haben wir dürfen lernen, eine Pensionsreform angekündigt, die haben sie auch wollen durchziehen, wo Frauen, nur ein Beispiel, wo Frauen bis zu 40%, angehende Pensionistinnen, bis zu 40% ihrer Pension verloren hätten, über Nacht. Dass da natürlich Gewerkschafter sagen, hurra, da waren wir sehr gefordert und dann haben wir uns in Wien, Gewerkschaften, ÖGB natürlich zusammen, haben wir uns geeinigt, dass wir massiven Protest machten. Da waren erstmals seit Jahrzehnten, ich glaube, auch nie mehr passiert seither, fast 300.000 am Helderplatz demonstriert. Der Platz war knallevoll. Das letzte Mal haben wir 100.000 Cent gebraucht. Das war dazu mal drei. Und haben dort einfach aufgezeigt, das geht so gar nicht. Natürlich Brandreden und unheimliche Stimmung. Und auf das eine ist kurz nachher eine Nationalratssitzung einberufen worden. Das war diese nächtliche, die bis 3 Uhr in der Früh gegangen ist. Ich bin Galerie gehabt, das wollte ich miterleben. Und dann hat der Schüssel, und das spricht ja wieder Frieden, dieses Signal, und das war ein gewaltiges Signal, ernst genommen. Und aus diesem Jahr, das war genau der 13. Mai 2003, reimt sich, bei dieser Marathonsitzung bis 3 Uhr in der Früh, ist die Korridorpension entstanden, plus die Verlängerung der Hackelregelung. Das ist eigentlich die Vorstufe gewesen, zu dem, was ich ja gestern gemacht habe. Eine irre Geschichte, allerdings mit dem Nachteil, dass Jahrgänger Männer bis 53 abschlagsfrei gehen können mit 60, wenn sie 45 Jahre gehabt haben, und erste Jänner 54 geboren und jünger, haben über Nacht dürfen 2 Jahre länger arbeiten, das heißt bis 62, plus, und das war eigentlich die Allgemeinheit, plus 15, über 15% Abschläge. Also die 54er Jahrgänger im Betrieb, die haben, die waren dann weniger begeistert. Heißt, das ist noch ein Thema für mich am Schluss nach, das heißt Verluste monatlich bis zu 500 Euro brutto. Das sind ihre Beträge und ja, dann mache ich jetzt einen Sprung aufs Jahr 2017, Regierung Kurz, Strache, Kickl, ich weiß es nicht mehr so genau, die Ibiza-Parteien, zumindest zwei. Massive Politik gegen Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Betriebsräte ausgeschaltet auf null. Jugendvertrauensräte war der erste Plan abzuschaffen, weil die braucht es ja nicht. Also massiven Angriff, brutal. Und auch dort hat es die Pläne hier, wie das letzte Jahr, Kürzung der AK-Beiträge. Wobei da der Herr Kohl oder Schwarzkohl der Betreiber war und weniger der Heider. Der Heider hat das nur angekündigt, aber der Hardliner war der Kohl aus Tirol. Also, ja, und dann hat sie die Idee, der ORF-GIS abschaffen, dann kann man, braucht es nicht, oder? Das macht man privat. Eine ganz brutale Geschichte, denn hat es mal eine Phase gegeben, wo ein Herr Steger, auf uns vom Strache wahrscheinlich, wollten sie den Armin Wolfussi schießen. Für mich der wichtigste Journalist, den wir in Österreich haben. Für mich sehr kritisch, aber er ist ja, für diese Gesellschaft irrsinnig notwendig. Ja, Krankenkassen abgeschafft, das haben sie mit einem Federstrich
wir sparen am System. Jetzt kommen wir drauf, statt 1 Milliarde Einsperrer, kostet es mehrere 100 Millionen an Zusatzkosten. Chaos pur. Denn Flüchtlingspolitik katastrophal, weil unmenschlich. Und ich habe das MoRF gegenüber gesehen, schon vor Monaten. Das hat dann nicht allen so gefallen. Wenn ich gesehen habe, als Journalist, da war ich überrascht, wenn ich gesehen habe, Österreich braucht keine Nazi-Methoden. Heute muss ich sagen, das war keine Übertreibung, weil es da viele Beispiele leider gibt. Ja, und das Letzte war, die Geheimpläne von Kickl, Nazi-Methoden. Das sind auch Nazi-Methoden für mich, weil man ohne richterlichen Beschluss bei dir privat heimkommt und sieht, Wohnung aufmachen, Telefon, Computer, Untersuchung. Da muss ich sagen, das ist, das, den hast du der Hitler im Haus. Also das werde ich nie erleben und ich hoffe, dass das nie kommen wird. Glaube ich nicht. Ja, und noch etwas, was mir aufgefallen ist, dass du sauer aufstehst. 15 Identitäre bei der Polizei, Mitglieder und Spender, die sind heute noch im Dienst. Im Staatsdienst. Kann ich noch Kopf schütteln? Ja, dann noch ganz kurz. Vorarlberg geht stark in Richtung Türkis. Also ich habe mir so feststellen, der jetzige Landeshauptmann und die ganzen Regierungsmitglieder weit weg von der Politik des Sausgruber, mit dem ich 15 Jahre auch persönlich sehr gut können habe, der hat Handschlag gehabt. Er hat nie vergessen, dass er das Land zuständig ist und nicht für irgendeine Regierung in Wien. Ein irrsinnig stark, jetzt ist es umgekehrt. GKK, Abschaffung. Der Herr Wallner hat ja gesehen, öffentlich, er hat mit der Lupe geschaut, keinen Fehler gefunden. Toll. Falsche Dioptrienzahl, du bist Optiker, du müsstest das vielleicht wissen. Dann, gemeinsame Schule hat vor Jahren einen einstimmigen Beschluss gegeben im Landhaus, also aller Landesparteien, oder aller Parteien im Haus, im Land. Gemeinsame Schule, Modellregion Vorarlberg. Da war der Harald Walzer der große Kämpfer bis zum Schluss. Begräbnis erster Klasse im Land und auch in Wien. Für mich eine ganz schlimme Geschichte. Und wenn man denn jetzt verlangt, Schulnoten ist ein Thema, jetzt bin ich aber kein Lehrprofi oder irgendwas, aber wenn man verlangt oder jetzt beschließt, dass Schüler in der zweiten Schulstufe sitzen bleiben können, das ist gegen die Jugend eine furchtbare Geschichte. Ich muss sagen, das ist irre, und vor allem, wenn so einem verlangt, der keinen Beruf verlernt hat, ein Studium abgebrochen hat. Dem steht schon moralisch nicht zu, damit meine der Herr. Kurz, denn, was aufgefallen ist, Kutschera hat ebenfalls, der Landeshauptmann gesehen, er hat übers Wochenende geprüft. Alles in bester Ordnung. Kutschera, Sozialsprecher. Ich muss sagen, toll. Denn, ein wesentlicher Punkt für mich, Abschiebungen in Vorarlberg. Das erste Beispiel, Kammer Abbas, das war der Lehrling in Lustenau. Ich war zweimal bei so Verhandlungen mit ihm dabei, einmal in Linz und einmal in Wien. Ich möchte jetzt da nicht aushauen lassen, das müsste wieder gehen, dass ich Angst habe, dass sie mir und den Rechtsanwalt aushauen oder abführen. Und das war am 25. Oktober. Denke ich, nein, provozieren tun wir jetzt nicht, weil ich hocke nicht im Geburtstag in Häfenswilen. Aber es war knapp davor. Grausam, aber ihr nie denkt, dass in Österreich sowas geht. Also, Kamar, habe immer noch Kontakt, Pakistan, aber dem ist mies gegangen. Sofort eingesperrt, ein paar Monate. Dann haben sie viel Geld gesammelt und haben da freigekauft. Das läuft da tun so schrecklich. Ja, das also abgeführt, da war er wie ein Verbrecher. Denn die Familie Sulzberg, da fehlen mir die Worte, schwangere Frau, Familie, auseinanderrissen. Auch wieder ganz schlimm. Denn die brasilianische Familie auf einer Alpe, seit 11 Jahren mit Saisonierstatus da brav geschafft, plötzlich geht es nicht mehr. Was sie wer da versät hat, eigentlich die, wo die Saisonieranzahl für die Landwirtschaft so gesenkt haben. Das ist egal. Oh, Abschiebung, ab, tschüss. Denn, neuester Fall, und das geht ganz tief bei mir rein, privat auch, die Abschiebung eines Schülers in ein Kriegsland. Der Bezirkshauptmann vom Regen, Sie kennen den Namen nicht, ist schon gut und nichts zur Sache, hätte das, das sieht man der Rechtsanwalt, verhindern können.
Also BHA bzw. Bezirkshauptmann hätte können sagen, der blieb da, dann ist das Innenministerium ausgeschaltet, dann wäre er heute noch da, nein. Bezirkshauptmann Bregenz hat nichts getan und der Landeshauptmann wie in allen Fällen wieder auf der Zuschauergalerie. Da muss ich sagen, wenn ich da die Lupe hernehme, schrecklich. Ja, und vor 3 Wochen an dem Herrn Landeshauptmann, da ist mir gerade hochgegangen, die Geschichte mit dem Schüler, habe ich gesehen, haben geschrieben, ich sehe in allen Abschiebefällen aus Fradelberg Kapitalversagen, offen als Person. Ich habe dann in diesem SMS oder WhatsApp-App das Du entsorgen, damit ist das für mich eigentlich erledigt. Ich mag mit so Leuten nicht selbst arbeiten, brauche ich nicht. Hin und her und dann ganz am Schluss Kurz, Kickl und Wallner sind für mich im selben Boot, daher für mich niemals wählbar. Ich setze persönlich weiterhin auf Rot-Grün und warne daher vor den Ibiza-Parteien, zumindest vor, oder? Und das in Wien und auch in Vorarlberg. Also ich positioniere mich ganz klar. Und ihr seht, die Geschichte vergessen, das habe ich eingangs gesehen, das ist für mich ein Highlight, ein Jahrzehnteprojekt. Und ich sage, da muss ich allen dir, am Rainer Wimmer und vor allem am Muchitz danke sagen. Da haben wir ganze Arbeit geleistet und da haben Zehntausende angehende Pensionisten zwischen 300 und 500 Euro brutto mehr pro Monat. Ja, jetzt war eh lang. Komm zum Schluss und übergib. Also, danke. Wahrscheinlich eh sehr viel gesehen. Danke, Noah. Du hast einen breiten Bogen gespannt und wirklich, ich glaube, die wesentlichen Punkte ausgeführt. Die wesentlichen Punkte, was in diesen letzten 18 Monaten türkisblau passiert ist. Ich gehe jetzt wirklich nur mehr punktuell auf das eine oder andere ein, was ich besonders dramatisch gefunden habe. Und ich beginne mit einer Geschichte, die schon wieder, weil sie schon wieder ein bisschen aus ist und man vergisst dann auch wieder so schnell. Das ist nämlich die Krankenkassengeschichte. Die Krankenkassengeschichte, weil es ein wesentlicher Einschnitt auch in die Selbstständigkeit der Vorarlberger Gebietskrankenkasse ist, die es ja nicht mehr gibt. Du hast gesagt, erste Klasse beerdigt. Und da geht es um finanzielle Mittel, wo wir im Land regional Steuern haben können. Und die sind einfach weg. Und das Ziel dieser ganzen Sozialversicherungsreform war ja nicht, eine Reform zu machen. Das einzige Ziel, was man verfolgt hat, ist, dass man die Arbeitnehmervertreter aus den Gremien rauskriegt, die offenbar unangenehm waren in diesen Sozialversicherungsgremien und umfärbt. Das war der Hauptpunkt. Und man hat anfangs gesprochen von Einsparungen bis zu 1 Milliarde durch diese Sozialversicherungsreform. Jetzt müssen die eigenen Experten aus den Ministerien schon zugeben, ja, sie haben sich da ziemlich verrechnet, es sind, wenn sie alles dazu rechnen, maximal 700 Millionen. Und wir kommen darauf, dass die Fusionskosten inzwischen schon bei 300-400 Millionen liegen. Also da geht die Schere immer weiter zusammen, die Fusionskosten steigen und die Einsparungskosten sinken dementsprechend. Und am augenscheinlichsten ist es, glaube ich, geworden bei diesem Logo, das mir in Auftrag gegeben hat, das 6-mal so teuer geworden ist wie ursprünglich geplant. Und das von 2 Parteien, die dann immer gesagt haben, wir sparen da im System und gehen sparsam mit den Mitteln um. Nein, da hat man es rausgeprasst, das Geld, auf dem Rücken der Versicherten. Und ich sage immer ein Beispiel, weil es ein ganz wesentlicher Punkt da in der Vorarlberger Pflege- und Gesundheitsvorsorge ist. Dieses System der Krankenpflegevereine, die in Vorarlberg ausgezeichnet und gut funktionieren, die für Familien, für Leute, die Angehörige pflegen, eine ganz wichtige Unterstützung ist. Das ist eine dieser finanziellen Spielräume, die Vorarlberger Gebietskrankenkasse gut nutzen hat können und dort auch entsprechende Zuschüsse in diese Krankenpflegevereine geleistet hat. In Zukunft heißt es, dass wir betteln gehen müssen nach Wien, um das weiterzumachen und schauen müssen, ob in Wien jemand Verständnis hat für diese Struktur, wie wir sie da in Vorarlberg in diesem Bereich haben. Das ist einer der Punkte. Und das Zweite, weil es eine ganz einschneidende Geschichte ist, ist die Mindestsicherung neu. Ich sage das, weil es eine Umkehr in der Sozialpolitik war. Man hat aus dieser Mindestsicherung eine Sozialhilfe neu gemacht und hat aber einen Grundsatz
verabschiedet aus dem Gesetz, nämlich den Grundsatz, dass das Gesetz dazu dient, Armut zu verhindern. Das ist gar nicht mehr drinnen. Also da hat man auch im Grundsatz etwas verändert, und wenn man sich das Gesetz ganz genau anschaut, ist es genau so, dass man auf das nicht mehr so Wert legt. Man hat auch dort, wie in ganz vielen Bereichen, das Thema Ausländer hergenommen, auf das Etikett auf ein Thema geklebt, das heißt Ausländer und Flüchtlinge, und am Ende des Tages zahlen noch alle drauf, und vor allem in Vorarlberg die Familien. Für Kinder hat diese Mindestsicherung neu, die Sozialhilfe neu, so gut wie nichts mehr übrig. Da bleibt fürs dritte Kind dann noch 43 Euro im Monat. Also das ist türkisblaue Politik. Kürzen bei Kindern, kürzen bei den Familien und. So könnte man diese Sachen weiter erzählen. Das eine ist die Aktion 20.000. Die Aktion 20.000 wurde von Bundeskanzler Christian Kern ins Leben gerufen und war abgestimmt für den älteren Arbeitssuchenden über 50, um auch wieder Chancen und Perspektiven zu geben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss ja mal in die Lage von Menschen hineinversetzen, die lang in einem Arbeitsprozess waren, dann aus welchen Gründen auch immer arbeitslos werden, unverschuldet, und dann einfach nicht mehr in diesen Arbeitsprozess hineinfinden. Und das hat nicht nur da gibt es nicht nur die finanzielle Seite, das hat eine zutiefst menschliche, soziale Komponente. Weil jemand, der dann plötzlich keine Aufgabe mehr hat, plötzlich auch das Gefühl vermittelt bekommt, er ist nichts mehr wert und wird nicht mehr gebraucht, das tut mit den Leuten etwas. Und das darf man auch, da sage ich immer, das ist Aufgabe von Politik, das ist Aufgabe von Sozialpolitik, dass man genau in solchen Situationen die Menschen nicht alleine lässt. Ich habe selber einen Fall in meinem privaten Umfeld, der durch Glück dann in diese, noch einer der letzten war, die im Dezember 17, dann kurz bevor man so abgeschaffen hat, noch in diese Aktion 20.000 gekommen ist und gesagt hat, Reinhold, ich kann ja gar nicht sagen, wie sehr mir das geholfen hat. Und der war beruflich gar nicht unerfolgreich, aber er sagt, ich habe dann jetzt einen Job, ich habe wieder eine Struktur in meinem Tag. Ich stehe wieder, ich gehe in der Früh in der Arbeit und komme am späten Nachmittag komme und weiß, ich habe was Gutes da. Und allein dieses Gefühl, den Menschen auch wieder zu geben, muss uns etwas wert sein, und vor allem ist es die Frage, wo gebe ich denn das Geld aus? Gebe ich das Geld aus in einer Aktion 20.000 oder zahle ich einfach ein Arbeitslosengeld oder eben dann eine Sozialhilfe oder Mindestsicherung? Und ich glaube, es ist viel, viel besser investiert, wenn man es in eine Aktion 20.000 investiert, dass wir gestern wieder geschafft haben, dass wir die reaktiviert haben. Und zwar in einer Form, dass wir wieder Geld für diese Aktion 20.000 zur Verfügung gestellt haben. Und ich war positiv überrascht. Wir haben eigentlich bis zur letzten Minute fast verhandelt. Es war in den Fraktionssitzungen noch unklar, wer geht mit dem freien Spiel der Kräfte gestern. Und es war dann doch ein breiter Beschluss, auch mit der ÖVP und mit der FPÖ, die dann jetzt doch auch diese Aktion 20.000 neu wieder unterstützt haben. Das heißt, 50 Millionen mehr für ältere Arbeitslose in den nächsten Jahren. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir auch, wenn wir es wirtschaftlich betrachten, spüren wir jetzt die Auswirkungen, von denen wir in Opposition schon ein gutes halbes Jahr warnen, dass wir sagen, die Konjunktur wird ein bisschen abschwächen auch wieder. Jetzt spüren wir das jetzt das erste Mal. Jetzt gibt es die ersten Wirtschaftsprognosen, die sagen, es wird nicht mehr so weitergehen wie die letzten Jahre. Und genau dann sind diese Mittel richtig, dass du als Arbeitsmarktservice auch dementsprechend und als Politik steuern kannst. Das ist das eine. Und das zweite, und dann lasse ich schon, weil es gibt zwei ganz wesentliche Pensionsbeschlüsse. Ich sage, diese 45 Jahre sind genug. Das ist was ganz, ganz Elementares, und für das haben wir jetzt die letzten Jahre immer und immer wieder gekämpft, weil es auch klar sein muss, wenn jemand 45 Jahre arbeitet, 45 Jahre in ein System einzahlt und nachher in den wohlverdienten Ruhestand geht,
dann soll er auch abschlagsfrei in Pension gehen können. Und das ist das, was du sagst, das ist das, was den, den Leuten jetzt eindeutig, direkt und unmittelbar auch etwas bringt. Das halte ich für ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig. Da haben wir einen großen Schritt vorwärts getan. Und das Zweite ist ein Detail, was viele Leute gar nicht immer gewusst haben, aber wenn du frisch in Pension gegangen bist, hast du nicht gleich die, hast du beim ersten Mal keine Pensionserhöhung gekriegt. Du hast eigentlich im schlimmsten Fall bist du 23 Monate gestanden und hast mit der gleichen Pension. Und auch das ist gestern korrigiert worden, dass man auch im ersten Jahr dann auch Pensionserhöhung kriegt. Also das sind jetzt nur zwei und es gibt dann viele kleine Detailsänderungen noch, aber ich glaube, da haben wir gestern einen ganz, ganz wichtigen Schritt sozialpolitisch auch vorwärts gemacht und dieses freie Spiel der Kräfte im Positiven genutzt. Schon vor dem Sommer, und da muss ich es in Erinnerung, sind noch auch Beschlüsse gefasst worden und da ist für mich eigentlich, sind es zwei Sachen, die besonders wichtig sind. Das ist für mich persönlich die Korrektur im Nichtraucherschutz, also dieses Rückgängigmachen des Umfallers der ÖVP, sage ich jetzt einmal, im Nichtraucherschutz. Und das Zweite ist das Glyphosatverbot. Das Glyphosatverbot, das wir auch im Land sehr, sehr stark betrieben haben, dass wir dort Initiativen setzen, dass man das jetzt bundesweit auf Schiene gekriegt hat, ist etwas für mich ganz Entscheidendes, wenn wir wissen, dass es so viele Untersuchungen, so viele Studien gibt, die das Glyphosat eindeutig als krebserregend bezeichnen, oder als die, wo man sagt, das kann Krebs verursachen, muss man, glaube ich, alles tun, dass man das wegkriegt von unserer Umwelt und dass man da keine Gefahr hat. Und diese Sache mit den, was wir jetzt alles ermöglichen haben können und auch mit einer Politik des Verhandelns im Parlament, das muss man ja einmal dazu sagen, freies Spiel der Kräfte heißt ja, gemeinsam dann auch einen Konsens zu finden, hat, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen sehr viel gebracht. Das Glyphosatverbot habe ich gesagt, den Nichtraucherschutz habe ich schon erwähnt. Es gibt das Papa-Monat, das ich auch für entscheidend finde, das, was eine Gleichstellung gegeben hat jetzt zwischen öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft Bediensteten. Und die Katastrophenhelfer haben wir mit einer Entgeltvorzahlung auch abgesichert. Also da hat es einiges ganz, ganz Wichtiges gegeben und ich glaube, man kann eine positive Bilanz ziehen. Und jetzt ist eben die Entscheidung und dann haben wir gesagt, die Frage ist jetzt, in welche Richtung geht es nach dem 29. September weiter? Geht es weiter mit einer Politik, die das Trennende in den Mittelpunkt stellt, wie das Türkis-Blau gemacht hat, mit Feindbildern arbeitet, mit Ängsten arbeitet, auch mit Zukunftsängsten in ganz, ganz vielen Bereichen arbeitet? Oder schaffen wir es wieder, eine Politik zu machen? Und das nehme ich Bezug auf deinen Eingang, Norbert, eine Politik zu machen, die Hoffnung gibt. Eine Politik, die auch in die Zukunft Hoffnung gibt, wo man nicht mit Angst arbeitet, sondern auch mit einer Freude, mit einem Vertrauen in die Politik schaut. Das ist das, was uns in den ganz stark natürlich in den 70er Jahren gelungen ist, eine Politik zu gestalten, wo man gesagt hat, es geht in eine gute Zukunft, es wird uns in Zukunft besser gehen, es wird unseren Kindern besser gehen. Und ich glaube, in diese Richtung muss es wieder gehen. Wir brauchen eine Politik, die das Positive sieht, die das Verbindende sieht und die Chancen sieht und nicht nur die Gefahren in der Zukunft. Und ich glaube, da sind wir als Sozialdemokratie die treibende Kraft in Österreich. Und das heißt, am 29. September, umso stärker die SPÖ wird, umso stärker ist gewährleistet, dass es in diese Richtung geht. Dankeschön.